Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2 DE Prios. Ja, ich habe mal wieder so ein Mixtape gemacht von meinen ganzen DT-Ups, um in Zukunft für euch natürlich wieder hier Up-Make-Stream-Parts zu bringen. Und ja, ich glaube insgesamt sind das um die 52 Ups, das heißt auf jeden Fall eine Menge. Und ganz am Ende von diesem Part habe ich auch noch einen sehr geilen Up gemacht. Und zwar habe ich versucht, eine Greifenklaue plus 9 zu uppen. Ob es klappt oder nicht, seht ihr dann am Ende des Videos. Aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ja, für einen Part ein plus 9 Up kann man auf jeden Fall mit reinschneiden, den Versuch. Und ja, Richtung Ende des Videos bin ich dann mit der Gilde Crew hochgegangen. Und ja, für diejenigen habe ich dann auch einmal bei Waffe geupt. Oder zweimal, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall habe ich bei den DT-Ones dann all meine Waffen irgendwie verupt. Und ja, hatte dann halt 5 Chars mit und nichts zu uppen. Da habe ich gesagt, ja komm, gebt mir was rüber, ich ab für euch. Und ja, ob das erfolgreich war oder nicht, seht ihr dann am Ende des Videos. Ja, wir haben gerade schon 21 Uhr. Das Video sollte eigentlich schon längst online sein. Aber ich befinde mich mal wieder in der Klausurphase. Yay, habe ich richtig Bock drauf. Die nächsten 3 Wochen werden jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen hart. Und ja, dann ist aber schon fast Weihnachten. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja. Also wie gesagt, Klausurphase, bla bla bla. Muss jetzt heute noch ein zweites Mal Franz Kafka lesen. Die Verwandlung. Wer das Buch kennt. Also so, ich muss sagen, so das Interpretieren und so weiter gefällt mir auf jeden Fall. Aber das Lesen, hey, für den Arsch. Für den Arsch. Deswegen habe ich einfach nachher mir ein Hörbuch angemacht auf YouTube. Und dann dabei noch gelesen. Halt das Buch und so. Und ich glaube, dass das so in Kombination ganz gut war. Dass man so alles behalten kann und so weiter. Und ja, ich hoffe mal, dass ich dann für die Klausur bestmöglich vorbereitet bin. Aber ja, diese Woche steht dann noch, also Montag Deutsch, Dienstag Englisch und Donnerstag Elektroprozesstechnik. Das ist mein absolutes Hassfach. Absolut. Kann ja mal gucken, ob ich die Tage so mal so ein Arbeitsblatt fotografiere und euch dann einfach zeige, was sie von uns wollen und wie dann so eine Rechnung aussieht. Also in letzter Zeit versuche ich wirklich so mein Bestmögliches zu geben, sonst habe ich eigentlich nie gelernt oder sonst was, was eigentlich schade ist. Aber ich bin halt immer so gut durchgekommen. Aber jetzt seit neuestem versuche ich dann auch so ein bisschen zu lernen und, ne, ihr wisst schon, auf meine Noten zu achten. Also ich war sonst früher nie wirklich schlecht oder so, sondern ja, es war halt einfach nicht nötig, ne? Aber jetzt steigert sich das Ganze so ein bisschen und da muss man dann auf jeden Fall schauen, dass man dran bleibt. Aber das werdet ihr wahrscheinlich selber kennen. Auf jeden Fall, ja, bereite ich gerade wieder so ein paar Parts vor. Seht ihr ja, nehme momentan einfach sehr, sehr viel auf. Hab das Ganze dann natürlich auch so geordnet in meinen Ordnern und so weiter. Und werde dann so Videos wie in diesem Video als Beispiel halt sehr viele Videos machen. Zum Beispiel nehme ich gerade alle Seli lesen auf bei Vasopilami und sowas. Hat das dann natürlich alles geordnet und so weiter. Ja, und Lykana wird, denke ich mal, wieder so Richtung Wochenende kommen.
So Freitag oder so. Kann ich ja jetzt hiermit ankündigen. Dann muss ich es auf jeden Fall machen. Also Freitag kommt wieder Lykana. Jetzt unter der Woche fehlt mir da einfach die Zeit für. Und ja, ich glaube, wir nähern uns gerade der Greifenklaue. Oder wie die heißt. Da klappt es gerade auf 8 und jetzt würde es auf 9 klappen. Jawolla, hat plus 9 geklappt. Das Beschissene da dran war aber, gehört nicht mir, musste ich abgeben. Habe ich dann Astalon, meine ich, war das, gegeben. Er hat jetzt eine 65er Lykana Waffe plus 9. Hat da auf jeden Fall GW. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wieder so ein Mixtape. Und ja, schreibt es in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Eine Bewertung wäre top. Und ja, ansonsten findet ihr alles in der Videobeschreibung. Facebook, bla bla bla, alles mögliche. Und ja, das war's dann von mir. Ich bin raus. Bis denne. Grüße, Fossi.